Es ist jetzt 10 Uhr. Heute ist der 12. Tag meiner Radreise. Vor ungefähr einer halben Stunde bin ich vom Campingplatz in Aquileia weggefahren. Ja, jetzt verlasse ich das Meer wieder und fahre Richtung Alpen, Richtung Heimat. Ich bin jetzt kurz vor Palmanova. Da war gerade ein Marillenbaum, der seine Früchte auf den Weg geworfen hat. Ja, und teilweise war sie sogar noch genießbar, was ich natürlich ausgenutzt habe. Das erste Highlight dieses Tages ist, neben den Marillen natürlich, Palmanova. Besonderheit der Ende des 16. Jahrhunderts erbauten Stadt ist ihr neuneckiger Grundriss und sternförmiges Straßennetz, das auch noch heute klar zu erkennen ist. So konnten die Soldaten aus dem Zentrum die Verteidigungsanlagen auf schnellstem Weg erreichen. Damit sollte die Festungsstadt zum wichtigsten Landstützpunkt der Republik Venedig ausgebaut werden. Davon zeugt auch heute noch der fast runde, etwa 2 Hektar große Hauptplatz, der für eine gut 5000 Einwohner zählende Stadt völlig überdimensioniert ist. Es ist jetzt 2:30. Ich habe jetzt einen Platz fürs Mittagessen gefunden. Ich bin jetzt das außerhalb von Udine. Und was ich leider nicht gefunden habe, ist ein Supermarkt, beziehungsweise sehr stark habe ich auch nicht danach gesucht. Und so direkt bin ich auch nicht an einem vorbeigefahren. Allerdings habe ich ja noch von gestern eigentlich alles, was ich für ein Luxus-Mittagessen brauche, wenn man mal vom Bier absieht. Thank you.
Es ist jetzt 4:30. Ich bin jetzt 65 Kilometer seit Aquileia gefahren. Durch Udine auch schon eine Zeit lang durch, nachdem ich eben mittags das gehalten habe. Ja, und jetzt bin ich das erste Mal wieder vor den Bergen. Hier geht es das erste Mal wieder einen kleinen Hügel bergauf. Irgendwann dann vom Radweg, Alpe Adria Radweg abgekommen. Ja, ich bin jetzt auf so kleinen Sträßchen durch die Berge gefahren. Das war ja ein ganz neues Gefühl, wenn man so im Schatten ist und die Luft an den Hängen ist deutlich kühler. Ja, und jetzt fahre ich da wieder auf den Radweg. Ja, das Ende der Ansage vorhin war etwas abrupt, weil ich auf einmal vor einer T-Kreuzung gestanden bin und ich nicht wusste, ob links oder rechts. Und angeschrieben ist seit einiger Zeit eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Aber ja, kein Problem. Noch sind die Steigungen leicht zu schaffen. Etwas beunruhigen tun mich da diese Wolken. Wenn man da links sieht, hoffe, dass mich da jetzt nicht noch auf den letzten 10 oder 20 Kilometern der Regen erwischt.